Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Fast 800 Kilometer liegen jetzt hinter uns. Wir sind auf dem Wege nach Colmar, nur noch einige Kilometer. Ich schätze, vielleicht in 15 Minuten werden wir dort sein. Wir freuen uns. Jetzt sind wir in Colmar und es regnet. Was sagst du denn dazu? Nous sommes à Colmar, il pleut. Du, ich habe kein Wort verstanden. Ja, das war auf Französisch. Tatsächlich? Ja, wir sind hier in Frankreich. Mensch. Wir sind hier im Colfous-Wienszug. So, das kam mir aber ziemlich spanisch vor eben. Was? Ja? Wieso? Na, Spanisch. Kommt mir spanisch vor. Nee, ist aber Französisch. Na gut. Ja, es regnet hier, obwohl es heute Morgen recht warm war und eigentlich auch sonnig, aber es hat sich immer weiter zugezogen. Naja, und jetzt haben wir Schutz gesucht und haben hier was gegessen. Ja, nach dem kleinen Frühstück heute Vormittag. Ja, das war auch ein Problem. Bis wir so weit waren, hat es ein bisschen gedauert. Aber dann sind wir hier schön durch die Stadt gelaufen. Es war auch anfangs noch Sonne, da wurde es immer mehr wolkig. Ja, zuckt sich. Ja. Ergebnis sehen wir jetzt. Und heute Abend werden wir schön essen gehen. Im Restaurant Pfeffel. So machen wir das. Der Himmel weint, mein Herz lacht. Weil wir hoffen, dass es morgen besseres Wetter gibt. Denn wir wollen auf Reisen gehen, diesmal nach Lyon. 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 Lyon? Lyon. Lyon. Kannst du das nochmal sagen? Lyon. 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 C'est richtig? C'est correct. Prima. Habe ich was dazugelernt? Heute um 14 Uhr haben wir das Lokal verlassen hinter uns. Ja, 14 Uhr ging der Regen zu Ende und dann haben wir uns auf den Weg zum Campingplatz gemacht. Dort haben wir abgewartet, dass der Regen wieder aufhörte. Jetzt vor einer halben Stunde schien nochmal zwischendurch die Sonne. Und da haben wir uns gedacht, jetzt gehen wir doch einfach noch mal los nach Klein-Venedig. Ja, schauen wir uns da noch mal um, mal sehen, wie es dort aussieht. Thank you.
wie war es in Klein-Venedig? Ja, es ist nett dort. Richtig schön bunt und viele Touris. Ja. Hübsche kleine Häuschen und nett dekoriert. Und ja. Ja. So ein bisschen verspielt sieht das aus. Ja. So, ja. Schön bunt und alt, traditionell. Ja. Naja, das ist ja sozusagen das Markenzeichen von Colmar. Ja, mir hat das sehr gut gefallen. Auch die andere Altstadt dort. Ja, sieht ganz toll aus. Ne? Schon schön. Und jetzt sind wir hier im Lokal, das nennt sich hier Pfeffel. Pfeffel. Scheint ein bekannter Mann hier gewesen zu sein. Hier. Da stand auch ein Denkmal dort in der Altstadt. Also, ja. So, jetzt kommen langsam die nächsten Gäste und jetzt werden wir mal hier beenden.